Hallo, liebes Publikum, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Ja, unterwegs hier in der Sparkasse Arena in Göttingen, wo diese Hallenturnier stattfindet. Ja, es geht heute das zu Ende gehen hier, dass du dir für SVG wieder den Titel verteidigen können? Ich denke schon. Mein Bruder spielt bei Göttingen München. Oh, das ist ja eine Rivalität in der Familie. Richtig. Und wir haben noch zwei, noch ein Möchter, die mein Bruder spielen bei Gößelhausen. Gößelhausen. Und ja, für wen bist du jetzt? Für welche Mannschaft? Ich bin für meine Familie. Ich bin so dann, ja, das ist ja voll. Ich muss gerade schon drei Tore. Ja, das Wochenende krieg ich ein Spiel hier in der Es wird noch richtig voll, es kommen ja immer mehr Zuschauer. Ja, das ist die letzte Studio. 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 Sicherlich, wenn diese schon verteilt sind, auf jeden Fall, oder? Ich mache mal das. Schön. Okay, ja, vielen Dank. Vielleicht ist Wetter, kommen wir noch mal. Ja, wenn das Spiel entsteht zwischen meinem Bruder und meinem Eltern. Oh, danke. Super, danke. Danke, ja. Also, wenn dann ist es schon. Wie war das für euch gestern den Tag? Wie ist das gelaufen für euch? Ja, die ersten beiden Spiele relativ gut. Sind wir zweimal mit dem Sieg gestartet. Ja, danach haben wir ein bisschen nachgelassen, haben dann ein Spiel unentschieden gespielt und eins verloren. Und sind somit Dritter in der Gruppe geworden und sind heute mit SVG und mit Gleichen in einer Gruppe. Die SVG, ein Landesligisten, was bedeutet das für euch, gegen einen Landesligisten zu spielen? Ja, macht natürlich Spaß, gegen die Jungs zu spielen. Ne? Die sind schon technisch sehr gut am Ball, relativ schnell in der Bewegung. Das macht schon Spaß und von uns spielt ja auch ein Ex-Teamkollege bei SVG mit und da sind wir noch mal ein bisschen mehr motiviert. In welcher Liga spielt ihr? Wir spielen in der Bezirksliga. Und welche Chance räumst du dich ein, so für heute? Ja gut, jetzt wird schon mal das entscheidende Spiel gegen Gleichen werden. Das wollen wir auf jeden Fall gewinnen, damit wir dann nochmal eine Runde weiterkommen.
und hoffen halt, dass wir dann in der Gruppe hinter SVG den zweiten Platz machen. Was bedeutet für dich so nach 2 Jahre Pause wieder Fußball in der Halle zu spielen? Ja, die Jungs haben einfach wieder Bock auf Fußball gehabt. Ne? Einfach wieder zusammenkommen, kicken, Spaß haben. Das macht auch schon viel aus, wenn man sich dann unter der Woche einfach mal wieder trifft. Und ja, wie gesagt, es macht einfach wieder Spaß. Und wie findest du die Kulisse? Ist das voll? War Spaß oder ja, so zu spielen? Wir waren ja schon vor Corona einmal und durften an dem Turnier schon mal teilnehmen. Ist natürlich wahnsinnig, wenn hier mehrere hundert Leute in der Halle sind. Und das macht dann halt einfach für jeden Fußballer umso mehr Spaß. Okay, vielen Dank, viel Glück. Gerne, Dankeschön. Danke. Wir hier der Trainer von SVG Göttingen. Hi, Dennis. Hallo. Sag mal, wie spielen wir das erste Spiel heute? Ja, auf jeden Fall. Haben wir ein bisschen Spaß zu setzen. Die Jungs spielen super, gestern auch schon. Haben eine Menge Spaß und genau darum geht es beim Fußball. Ja, genau. Wie findest du da das Spiel von Fußball und deiner Mannschaft? In allgemein, wie war denn deine Mannschaft gestern? Ja, gestern waren sie extrem gut. Also ich glaube, wir haben 9-1, 10-1, 7-1, 6-0 oder so, ich weiß nicht, wie es mehr zusammen. Aber viele hohe Siege, aber besonders auch viel schöner Fußball. Am zweiten Tag hat das kein Wert mehr, da fangen alle bei 0 wieder von vorne an, aber wir haben heute mit 8-0 wieder gut losgelegt. Aber in der Halle ist es auch nicht ganz so entscheidend. Wir wollen natürlich schon so weit kommen wie möglich, aber wir wollen auch Spaß haben und im Moment schaffen wir beides ganz gut zu vereinbaren. Ja, genau, in der Halle. Welche Bedeutung hat für deine Mannschaft so Spiele in der Halle? Nicht so eine Ruhe, ehrlich gesagt. Also bei uns ist Hallenfußball so, wer Lust hat, spielt und wer keine Lust hat, spielt nicht. Und das hat bei uns keine Priorität. Wir wollen natürlich gerne den Titel verteidigen, aber wir sagen schon, in der Halle steht ganz klar der Spaß über allen. Und draußen ist viel, viel wichtiger. Also wer irgendwie angeschlagen, erkältet oder sonst was ist, der bleibt heute zu Hause, weil das heute wirklich nur uns Spaß macht. Vielleicht deswegen sind auch so wenig Leute dabei. Wie geht das vielleicht? Ja, gestern waren wir 6 Feldspieler, heute sind wir 7 und ein Torwart. Das ist okay. Also wir haben normal immer 8 dabei gehabt, aber so das Feedback von den Jungs ist, dass wir ein bisschen freuen, weil wir ein bisschen länger spielen können, dann natürlich brauchen sie nicht so viel zu wechseln. Wir müssen natürlich hoffen, dass am Ende die Beine nicht schwer werden, weil jeder ein bisschen länger spielen muss. Aber ich denke, das ist okay. Wir sind alle fit. Und jetzt bitte in der Gruppe, wo deine Mannschaft ist, wie siehst du die Chance, so weiterzukommen? Sehr gut. Also es ist ja, in der Zwischenrunde sind es ja 3 Teams und die ersten beiden kommen weiter. Jetzt haben wir das erste Spiel 8-0 gewonnen. Jetzt sind wir quasi mit einem 1,5 Beinen sind wir schon im Viertelfinale. Aber wir wollen natürlich dann auch Gruppenerster werden und ja, dementsprechend. Zwischenrunde sollten wir überstanden haben und im Viertelfinale sind wir wahrscheinlich schon und dann gucken wir mal, was es weitergeht. Wenn wir hier gucken, so auf die Reihen, wie siehst du das? Ciao. 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 Ciao